Beim Thema Brustoperationen denken die meisten an Silikon und an Brustvergrößerungen. Aber es werden vielfach auch Brustverkleinerungen durchgeführt, weil bei zu grossen Brüsten wächst der Leidensdruck. Und das hat Carmen Peter am eigenen Leib erfahren. Carmen, du hast eine Brustverkleinerung machen lassen. Genau, ja. Ich hatte vorher Körbelgrösse F und habe mich zum Glück für eine Brustverkleinerung entschieden. Das muss ja verrückt sein, oder? Wenn man so jung schon zu einem Vorbau muss, irgendwie die Welt raus. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja, es ist extrem prägend, die Jugendzeit mit so einer Oberweite zu haben. Also, die schlimmsten Ereignisse waren einmal in der Body. Da kam ein älterer Herr auf mich zu und hat mir offensichtlich aufs Dekolleté geschaut und hat mich dann direkt gefragt, ob die jetzt echt sind oder nicht. Das bleibt er mit 16 und ich habe dann nachher unter dem Pulli für die Schule dann meine Brüste abgebunden mit einem Verband, dass man es einfach nicht mehr so offensichtlich sieht. Man hat dich, glaube ich, auch nicht immer ganz ernst genommen, oder? Gerade aufgrund von deiner grossen Brüste. Ja, es ist wirklich, du bist permanent auf das reduziert. Du bist immer sie mit der grossen Brüste, ob im Geschäft, auch später noch oder in der Schule, das bleibt er dann. Also die seelische Belastung ist ja das eine, aber es gibt ja auch ganz klar körperliche Beeinträchtigungen. Es ist nicht nur von der Kleidung her, dass ich mich nie dementsprechend noch anlegen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern es ist halt einfach körperlich eine extreme Belastung. Das ist auch das, was ich heute sage, es ist nicht nur seelisch bleiben, sondern auch im Körper her. Man nimmt eine Fehlhaltung an. Ich habe mir dann irgendwann angewohnt, dass ich ein bisschen die Schulter gegen vorne nehme und den Kopf gegen vorne, weil es dann weniger auffällt, weil wenn ich gerade gestanden wäre, ist noch mehr entgegengehebt. Und habe es probiert mit dem Kreuzhund auszugleichen, was natürlich das Holzkreuz auch nicht gesund ist für den Körper. Du bist auch sehr im Reitsport aktiv. Dort hat man dir sogar von offizieller Stelle gesagt, oh schade, dass du so eine grosse Oberweite. Es ist wirklich prägend. Du willst weiterkommen, du möchtest aktiv Sport betreiben, kannst aber nicht wegen deinem Körper, weil es halt einfach nicht ruhig aussieht, weil sich das halt einfach in so einer Grösse immer bewegt. Wann hast du dich denn für eine Brustoperation, eine Verkleinerung entschieden? Eigentlich sehr früh, kaum sind sie da gewesen, habe ich mich eigentlich schon dafür entschieden. Ich hatte extreme Unterstützung von meiner Mami. Mhm. Sie hatte ebenfalls eine Brustverkleinerung, leider aber viel Spass. Sie ist erst nach meiner Geburt und sie hat mir immer gesagt, wenn du es wirklich willst, dann setz es um, weil deine Beschwerden werden nicht besser mit der Zeit. Wieso hast du gewartet bis 25? Das ist von der Krankenkasse her, hast ein paar Richtlinien, die musst du einhalten musst, unter anderem, dass du warten bis 25. Weil erst dann gemäss der Krankenkasse der weibliche Körper ausgewachsen ist. Mhm. Würde ich heute aber anders machen. Ich würde mich mit 18 schon dazu entscheiden, weil die Krankenkasse hat am Schluss gleich nicht übernommen. Wie bist du denn vorgegangen? Also, nach welchen Kriterien hast denn du dich für welche Brustverkleinerung entschieden? Ich habe mich so ein bisschen informiert, so ein bisschen umgelassen, vor allem durchs Internet, ein bisschen Referenzen eingeholt. Bin aufs Pressatelier gestoßen. Es hat super ausgesehen von der Homepage. Ich habe mich dann gemeldet telefonisch und einen Termin abmachen zur Beratung. Und ich bin von Anfang an herzlich abgeholt worden, von der Empfangsdame bis zum Herrn Dr. Neuwer. Ich bin jedes Mal ernst genommen verstanden worden und das war mir sehr wichtig. Und die Operation selber, wie ist die verlaufen? Wie muss ich das vorstellen? Weniger schlimm, als man sich das vorstellt. Man kommt rein, man trinkt sich schön, hockt her, zieht sich dementsprechend um und wird abgeholt und in die Narkose versetzt und wacht dann wieder auf. Und es ist mir auch super gegangen nach der Narkose. Ja. Wie so eine Operation aus medizinischer Sicht aussieht, erklärt der Dr. Neuwer, leitender Arzt vom Breast Atelier. Frauen kommen mit dem Wunsch nach einer Brustverkleinerung, wenn sie entweder physische Probleme haben, das heißt, dass die Brust aufgrund der Größe Beschwerden bereitet, das sind in der Regel Schulter- und Nackenbeschwerden, und andererseits, dass die zu große Brust eine psychische Belastung darstellt, weil die Frauen das Gefühl haben, dass man sie über ihre Brüste definiert. Patientinnen, die mit der Frage einer Brustverkleinerung kommen, sind einerseits junge Patientinnen, bei denen das Brustwachstum sehr früh eingesetzt hat und ausgeprägt war. Auf der anderen Seite sind es auch Patientinnen, die nach Schwangerschaften zum Beispiel einen erheblichen Zuwachs an Volumen erfahren haben. Es ist also so, dass es Patientinnen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gibt, aber auch manche zwischen 50 und manchmal 60 Jahren, die dann unter der Größe ihrer Brust leiden. Wenn sich eine Patientin mit der Frage nach einer Brustverkleinerung bei mir meldet, dann werde ich zunächst mal ihre Beweggründe erfragen und werde dann mit ihr über den Ablauf der Operation, die damit verbundenen Risiken und das zu erreichende Ergebnis sprechen. Der Eingriff findet in Vollnarkose statt. Vor der Operation muss eine genaue Planung und Anzeichnung vorgenommen werden, um das Ausmaß der Verkleinerung festzulegen.
Die Operation ist mit Narben verbunden. Sie dauert etwa 2 Stunden. Das Endergebnis wird man etwa 2 bis 3 Monate nach der Operation haben. Und die Narben werden allerdings etwa 1 Jahr brauchen, bis sie definitiv verheilt sind. Wichtig ist, dass die Operation in einem Umfeld durchgeführt wird, was auch ermöglicht, Komplikationen zu behandeln. Das heißt, es muss eine gute Klinikinfrastruktur da sein mit Anästhesisten, die die Nachbetreuung auch gewährleisten können. Und es muss eine längerfristige Nachbetreuung in der Praxis möglich sein. Das heißt, dass Operationen im Ausland eher abzuraten sind. Als sie sich in der Sprechstunde vorgestellt hat, hat sie mir über ihre Probleme berichtet, die sowohl darin bestanden, dass sie in ihrer Sportart als Reiterin durch die großen Brüste erheblich behindert war, aber auch, dass sie sich psychisch durch die großen Brüste belastet fühlte. Beide Probleme sind eigentlich nach der Operation von ihr so angesprochen worden, dass es eine erhebliche Verbesserung gegeben hat, dass sie weniger Probleme beim Reiten hatte und dass sie sich auch selbstsicherer fühlte. Wir sind jetzt hier im Stall bei deinen Ross. Die OP liegt jetzt ziemlich genau ein Jahr zurück. Wie zufrieden bist du mit dem Resultat? Hey, mega. Es ist viel besser ausgefallen, als ich denke. Es war eine schmerzhafte Zeit nach der Operation, was natürlich absehbar war. Aber jetzt, ein Jahr später, ist es vergessen. Aber mit dieser Narbenbildung, das ist ja gleich noch. Also, es ist nicht ein leichter Eingriff. Wie sieht es da aus? Ich bin gut informiert gewesen. Ich habe Bilder gesehen, wie es kommen kann. Ich habe wahnsinnig gute Narbenbildung und es ist ein extrem schönes Resultat geworden. So schön. Wir sind eben hier bei deinen Ross. Reiten ist eine grosse Passion von dir. Das hat ja vorher schon massiv gestört. Wie ist das jetzt, Erlebnis? Ich wollte es eigentlich schon immer aktiv machen. Ist dann aber halt einfach durch die Beschwerden mit der grossen Oberweite, durch das Kopfweh, durch die Bewegung, war es alles ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber jetzt, nach der Operation, ein Jahr später, bin ich da wieder viel mehr als auch schon. Ich nehme an, das ist nicht das Einzige, was sich verändert hat bei dir? Nein, es ist ein Selbstbewusstsein, es ist gerne rausgehen, es ist sich gerne zeigen, sich gerne vor dem Spiegel sehen. Das einschneidendste Erlebnis nach der Operation ist ein paar Wochen später, als ich den Stütz-BH abziehen durfte, bin ich gepostet, ganz alleine, bei so einem Bademode-Geschäft, wie es halt überall war. Und habe ein paar Sachen anprobiert, einfach BHs vom Gestell und Bikini, ganz alleine. Und ich habe einfach noch gebrüllt in dieser Kabine, bis die Verkäuferin kam, um zu fragen, was los ist. Aber ich habe ihr dann erklärt, dass es die Freudentränen sind. Gibt es so rückblickend im Zusammenhang mit deiner Brust irgendetwas, was du anders machen würdest? Ich würde es sicher früher machen. Ich würde mich nicht von einer Krankenkasse abhängig machen. Aber sonst würde ich genau wieder gleich wählen. Danke dir vielmals, Carmen, für deine Offenheit. Ich denke, das braucht es, dass man das Tabu bricht und ganz ehrlich miteinander redet. Ich denke, du bist bei weitem nicht die Einzige, die das Problem kennt. Danke. Die Wahrnehmung der eigenen Brust ist etwas sehr Individuelles. Das hat man sich nicht von anderen reinreden lassen. Hoffentlich hat die Geschichte von Carmen vielen Frauen Mut machen, selber über ihren Körper zu bestimmen.